Hallo, willkommen wieder zu Dinge machen mit Dingemacher. Heute möchten wir wieder eine schöne Sache machen, aber im Vorfeld brauchen wir Bastelkleber. Dazu brauchen wir einen Pinsel, Wasser und eine Dose. Da habe ich schon mal etwas Mehl reingetan. So, ich habe meinen Löffel. Doch, hier. Da ist mein Löffel. So, jetzt kann es schon losgehen. Noch eine kleine Info. Die Dose, die ihr benutzt, um euren Bastelkleber zu machen, die könnt ihr individuell gestalten. Ich habe hier zum Beispiel Mehlkleber draufgeschrieben und den Tag, wann ich das mache. Damit das hinterher, wenn es dann etwas länger steht, damit ich prüfen kann, ob der Kleber noch gut ist. Ja, wie ihr seht, bin ich ein großer Panzerknacker-Fan. So, und jetzt wollen wir mal anfangen. Wie gesagt, ich habe in meinem Gefäß 2 Löffel Mehl drin. Und jetzt nehme ich ein wenig von dem Wasser. Am besten auch mit den Löffelchen, weil wir brauchen wirklich ganz kleine Mengen. Und dann rühren wir das schön zusammen. Und so entsteht dann unser Bastelkleber. Noch ein bisschen mehr. So. Schön rühren, dass es eine geschmeidige Masse gibt. Ich zeige euch das gleich mal, aber ich muss noch ein wenig arbeiten. Ich muss es noch ein wenig verrühren und auch noch ein klein bisschen Wasser dazu nehmen. So, sehr schön. So entsteht ein natürlicher Kleber, den Kinder auch benutzen können. Und wenn es tatsächlich mal so ist, dass der Finger mal abgeleckt wird, es ist Mehl und Wasser, alles gut. Es ist eine gute Klebekraft. Papier, Pappe. So, noch ein ganz kleines bisschen. Alles klebt wunderbar mit unserem tollen Panzerknackerkleber. Nein, es ist natürlich ein Mehlkleber. So, wenn es denn gut verrührt ist, könnt ihr den Löffel zur Seite legen. Schauen wir mal. Ja, das sieht sehr gut aus. So, jetzt kann es schon losgehen. Der darf gerne etwas fester sein. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Projekt.